So, jetzt braucht man noch Testrale, beziehungsweise einen männlichen Testral braucht man noch. Hier hinten, ist das hier hinten so? Testralgebiet? Wow, ist das in den... Ist das... Nee, ich wollte schon sagen, sah gerade ein bisschen aus wie ein wie Knuddelmuff, aber it is not. Oh, hier immer noch Kniesel. Oh, ich brauche noch Kniesel, ne? Ich brauche noch Kniesel. Okay, Männchen. Ich hab so viel, ne? Ich pass auf dich auf. Revelio. Excuse me? Ich will doch nur helfen. Wow, vor allem, ich will doch nur... Alter, what the fuck, ihr habt doch gerade geglaziust. Okay, jetzt brauche ich definitiv noch einen weiblichen Testral. Jetzt habe ich gleich keinen Platz mehr. Aber wir sind schon sehr, sehr produktiv gerade. Kann keiner was dagegen sagen. Ein Video schneidet interessant, durchaus. Durchaus. Zieh dich nicht so. Oh, da haben wir noch eine Plattform. Die nehme ich auch gleich noch mit. XP for free, Freunde. XP for free. Wobei clever wäre es vielleicht auch noch mal ein paar von den... von den... Mannings-Aufgaben zu machen, ne? Aber wie viel brauche ich eigentlich da noch für die nächsten... Platzstufe? Wow. Blitzschnell Besen. Okay. Hier bräuchte ich noch dafür. Ja. Revelio. Ja. Aber zunächst, wo habe ich es? Hey, war doch, da war sie. Die wird hier auf der Karte nicht angezeigt. Ist okay, komm. Auf da. Da, sehr schön. Und weg. So, wo hat denn jetzt Deke gesagt, dass Testrale unterwegs wären? Wo ist denn Deke? Hier wahrscheinlich, ne? Rette ein Testral-Männchen. So, wo ist es denn? Schauen wir mal. Ach Mensch, direkt nebenan. Okay, dann kommen wir kurz einmal hier hin. Ich sage, es gibt echt einfach super viel zu tun. Ja, es gibt einfach super viel zu tun. Wenn du nicht sagst, so, hey Mensch, okay, ich mache jetzt nur noch das, dann machst du einfach alles. Dann kommst du gar nichts mehr und weißt gar nicht mehr, was du ursprünglich machen wolltest. Wieder mal auf Abenteuertour? Yes, always. Ist das hier richtig ausgewählt? Ja, müsste. Müsste. Let's go. So, ich brauche jetzt ein Männchen. Wichtig. So, der letzte Platz, den ich jetzt noch habe. Dann wird's knapp, Freunde. Dann wird's knapp. Zweifellos schon lange verlassen. Ach so, ist das so. So. Sieht das nach Testralgebiet aus? Laut Digia. Oh. Vielleicht dahinter? Oh, wow. Oh, wow. Jetzt muss ich hier echt drüber machen. Sind halt echt schwerfällig nach oben zu fliegen. Aber ich glaube, es sind auch, also sind auch die Hypogreife, sind auch schwerfällig nach oben. Was ist denn das hier? Hä? Was? Beschleunigung nicht verfügbar? What the f... Bin ich denn jetzt hier? Hä? Ich will da oben... What the f... Ich bin komplett falsch geflogen. Wow. Warum werden mir denn zwei Sachen... Ach so, Zauberanweisung. Fuck off. Ich bin jetzt gerade zu dem Punkt geflogen in Hogsmeade, logischerweise, wo man die Zauberanweisung für das Bumsgehege kaufen kann. Okay. Ich wusste, irgendwas ist nicht ganz richtig. Das waren auch komische Geräusche. Naja, machst du auch nichts, Freunde. Machst du einfach auch nichts. Gehen kurz mal rüber. So, wie sieht denn jetzt das Testralgebiet aus? Müsst doch voll trostlos und böse und... Ah, okay. Moment. Moment! Freunde, ich brauche ein Männchen. Bist du ein Männchen? Du bist ein Männchen. Du bist... Ey! Warum haben die jetzt so eine Angst vor mir? Moment, Moment! Du! Komm her. Aha! Bist umgekippt. Mann, bist du ein Tollpatsch. Bye, bye. Sehr gut. Sehr gut. Ganz ruhig. Think. Ich tue dir nichts. Naja, das sagen wir jetzt mal so. Einfach so. Wie viel Kohle habe ich denn jetzt eigentlich? Wo kann ich sehen, wie viel Geld ich habe?
319, das ist zu wenig. Ich muss erstmal kurz in den Raum der Wünsche, Freunde. Ich muss ja ein bisschen was ablegen. Let's do it. Ich sag ja, so viel zu tun. So viel zu tun. So, hat man jetzt hier eigentlich noch Platz? Dann können wir hier vielleicht die Fupa reinpacken. Fühl ich nicht. Fühl ich nicht. Ich glaube, wir werden auch nicht alle reinbekommen. Wir haben 4 Plätze für 4 Arten. So, jetzt packt man drüben nochmal eins rein. 1, 2, 3, 4. Okay, eins bleibt zurück. Vor allem Fupa-Männchen und Fupa-Weibchen haben sogar ein anderes Bild. Da erkennt man wirklich, wer Männchen und wer Weibchen ist, ja? Die Männchen gucken irgendwie noch ein bisschen verpeilter. Ah ja, kann man mal machen, ne? Okay, ich muss ins andere rein. Nützt nichts. Let's go then. Da hoch. Ja, ja, Leak. Ist okay. Wobei, habe ich nicht? Habe ich nicht schon die Zauberanweisung? Ich glaube man nicht, oder? Okay, kurz mal rauspacken. Das mal rauspacken. Oh, die Kniesel können auch hier raus. So, das war's auch schon. Ja, Freunde. Was will ich euch sagen? Haben wir hier eigentlich noch irgendwie Mondstein? Da hinten, ne? Oh Gott, wie komme ich denn da hin? Muss ich jetzt echt da außen rum für? Oh no, Freunde. Hier werde ich doch komplett nass. Hier werde ich doch komplett nass. Oh, jetzt gar nicht mal so viel Warnung. 4? Wie viel habe ich denn jetzt? Habe ich jetzt tatsächlich nur 4? Revelio. Hinten ist noch was. Ach, guck mal, so eine Kiste. Niedriger Bogen. Sehr gut. So ein niedriger Bogen, Freunde, den kann man immer mal gebrauchen. Anything else? Okay, ich geh mal raus. Wir müssten jetzt nochmal ein Materialverfahren haben. Müssten wir auch noch ein paar haben. Weil dann kann ich doch eventuell direkt hier mal so ein Silo hinstellen, oder? Ach, guck mal, wir haben 16. Bitte. Dann kriegen auch die Tiere hier was zu essen. Ist doch nett, oder? Mal, Freunde. Geht sofort los, wenn ich hier irgendwie mal Platz finde. So. Perfekt. So. Dinner is served. Oh, da vorne noch was. You may or may not eat now. Oh, die sind halt echt schon süß, ne? Die sind halt echt schon süß. Ich brauche trotzdem noch Kohle. I need money. Oh, wow. Nee, ich will dich nicht fragen, was ich tun muss. Guck mal, nochmal einen Unsichtbarkeitstrank. Hier nochmal 10 Mondsteine, ist auch nicht verkehrt. Aber muss nochmal Pflänzchen begucken. Wobei, jetzt dürfte auch jetzt unser Kompostgedöns müsste auch jetzt auch fertig sein. Ja, nimm mal raus. So, wie funktioniert das jetzt damit? Untersuchen. Kopf leer. Wie kann ich jetzt das mit dem Dünger reinpacken? Ach so. Dümmen. Warte mal, wäre es nicht cleverer, wenn ich jetzt hier irgendwas dünge? Oh, okay. Kann ich gar nicht düngen. So, kriegen wir Ertrag 2. Ja gut. Seht ihr, man braucht gar nicht mal so viele Plätze. Man düngt die einfach. Also ein bisschen reinkackern und dann passt das schon. Nicht verkehrt. So, das nehmen wir nochmal mit. Hä, bin ich schon voll? Ich glaube, ich bin schon voll. Ich bin voll.
Wobei, hier hinten könnte man dann auch in der Theorie nochmal die... Diese kleinen da anbauen. Wie heißen die? Iraunen? Ja, Iraunen. Erklären. Tam, Iraunen, da. Lernen, Iraunen. Lernen, Iraunen. Lernen, Iraunen. Lehren, Iraunen. So, sehr schön. Jetzt wachsen hier ein paar Iraunen. Dann haben wir bald alle Tiere zusammen. Beziehungsweise alle Pflanzen zusammen wohl eher. Wobei einmal Iraunen haben wir noch. Müssen wir aber gleich eh noch ein bisschen aufbewahren, denn wir brauchen die noch für eine Aufgabe. Irgendwo. Irgendwie. Warum habe ich hier eigentlich noch Flussgras drin? Ne? Das braucht doch keiner mehr. Das war doch nur für eine Aufgabe mal. Was nehmen wir jetzt dafür rein? Nehmen wir nochmal das hier rein, ne? Naja. Machst du nichts. Ich schau mal kurz bei den Talenten. Haben wir bei den Talenten nochmal irgendwas, was auch nochmal pflanzlich so ein bisschen... Angriffe der Venimosa Tentakel. Das wäre vielleicht dann auch gar nicht mal so verkehrt, oder? Wenn wir die noch ein bisschen krasser machen. Fokustrank. Reichweite und Schaden des Trankeffekts sind deutlich erhöht. Maximaltrank verleiht Angriffen zu sich erhöhten Schaden und die Fähigkeit Schutzzauber zu durchbrechen. Nicht verkehrt. Der Schaden und die Dauer des Kampf- und Fähigkeitseffekts von Iraunen sind erhöht. Das wäre vielleicht noch interessant, aber ich weiß nicht, ich benutze es halt relativ selten, ne? Was kann man sonst noch nehmen? Pulse löst eine zusätzliche starke Explosion in deiner unmittelbaren Umgebung aus. Das könnte man noch mit reinnehmen mit Glacius-Beherrschung. Glaube ich, ein 2 habe ich noch, ne? Haben wir hier noch Schönes? Das heißt ein perfekter Protego. Was ist ein Unterschied zwischen perfekter und normalem Protego? Muss das jemand verstehen? Also ich bin tatsächlich gerade überlegen, ob wir hier nochmal was von machen, damit wir häufiger die alte Magieanzeige voll bekommen. Ich glaube, ich spare die erstmal nochmal. Wir sparen erstmal noch ein bisschen. Müssen die alle sofort rausplustern, ja? Ja gut, aber Zuggehege kann ich mir gerade nicht leisten. Das heißt, wir müssen zwangsweise erstmal was anderes machen. Was haben wir sonst noch Schönes an Aufträgen? Den muss ich auch noch... shitty fuck. Anweisung, Flipendo. Okay. Da brauche ich einfach nur zu ihr zurückzukommen. Okay, das kriegen wir hin. So. Müsste in den Gewächshäusern rumherstehen. Dann gehen wir dann mal da hin. Dann haben wir die auch schon mal durch. Kriegen wir zwar keine Kohle für, aber zumindest noch mal einen zusätzlichen Zauber. Ist ja nicht verkehrt. Ach Gott, ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich ja, ne? Mich darin vorzukommen. Wow. Erstmal ausdrehen, ja? Erstmal komplett durchdrehen, ausdrehen, whatever. Was machst du denn hier? Oh, du bist es. Genau dich brauche ich. Hör ich nicht zum ersten Mal. Ich muss aber zuerst zu ihr. Ein Hybrid vielleicht. Springende Tentakula. Ich habe Ihre Aufgaben alle abgeschlossen, Professor Garlic. Wunderbar. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit die Pflanzenwelt etwas näher bringen. Aber hallo. Mich hat sie bereits auf ewig verzaubert. Erst gestern habe ich stundenlang meine selbstdüngenden Sträucher und Ginsterbüsche beschnitten. Die Zeit verging wie im Flug. Im Nu ging die Sonne unter. Okay. Wenn es etwas gibt, das mich mehr begeistert als meine gedeihenden Pflanzen, dann sind es gedeihende Schüler. Nun, sind Sie bereit, Flipendo zu lernen? Ja. Kim hoch, locker halten. Es kommt alles aus der Hand. Versuchen Sie's. Okay.
Let's fucking Bei do it. Bei diesem Spruch sollten Sie sich konzentrieren. Nichts ist peinlicher, als einen Freund umzustoßen, wenn man nur ein paar Töpfe verschieben wollte. True that. Flipendo. Wunderbar gemacht. Oh, ich habe den hier noch gar nicht gelernt. Wow. Wenn Sie noch ein Naturtalent. Yes. I'm fucking awesome. So, wo lernen wir den nächsten Zauber? Ach, wo stimmt? Wir können ja jetzt in der Theorie direkt zu Kagawa, dann lernen wir Arresto Momentum. Guck mal, wir können noch so viel lernen, Freunde. So much to learn. Hier gewesen? Yes. Oh, ja, Mann. Arresto Momentum ist, glaube ich, auch ein ziemlich... Wobei, den braucht man für manche Rätsel, ne? Ich glaube, Glacius ist im Kampf tatsächlich ein bisschen besser. A little better. Ich muss jetzt kurz hier rein. Let's go! Professor Kagawa! Professor! Hello there! Willkommen zurück. Sind die auf... Da bin ich wieder, Professor. Alles erledigt. Gut gemacht. Das Zeug von Disziplin. Oh ja. Weisheit ist ein goldener Schnatz, heißt es. Was das betrifft, haben Sie sich als fähige Sucherin erwiesen. Üben wir uns in Arresto Momentum. Dieser Zauberspruch verhindert übrigens, dass Quaffle während einer Quidditch-Partie direkt zu Boden stürzen. Präzise, okay. Bewusste Bewegungen. Kriegen wir hin. Vor allem geformt wie ein M, ne? Wegen Momentum wahrscheinlich. Ziemlich kreativ. Okay. Wow. Die steht noch nicht mal auf. Arresto Momentum verlangsamt die Bewegung von Gegnern und Objekten. Je größer das Ziel ist, desto weniger stark wirkt der Zauber. Hab ich mal schon Sehr fast gut. ein bisschen gedacht. Sie sollten den neuen Zauberspruch so oft wie möglich üben. Vielleicht noch bevor Sie gehen. Vielleicht. Okay, komm, machen wir mal ganz fix. Hat die keinen? Achso, nee. Muss ich ja eine Bücher machen. Sehr gut. Da. Bam. Optimal. So, was muss ich jetzt für... Ah ne, da brauche ich dieses Donnergebräu, ne? Hier brauche ich noch Dirikal. Und hier... Was habe ich doch, glaube ich, schon gemacht? Sammle die Handbuchseiten zum unterirdischen Hafen. Finde die Handbuchseiten. Verwandlung, Zwischenstufe in der Bibliothek. Und vor allem, was muss ich sogar machen für die Hauptquest, ne? Ah ja, komm, let's have a look. Ich glaube, ich weiß. Ah, ich glaube, da gibt es ja wieder das Rätsel, ne? I see. Sehr gut. So, kann ich jetzt von da aus hinfliegen? Bestimmt, oder? Bin doch jetzt eigentlich draußen. Müsste doch funktionieren. Wiesikowski! Wuhu! Weg mit euch! Bin ich hier gerade richtig? Meinst du vielleicht mal so ein bisschen... Oh Gott. Falsche Richtung! Einfach mal sich in Hogwarts verirren. Auf dem Flugweg. So, jetzt mal kurz hier runter. Kann ich hier einfach im Flug? Geht das? Nö. Okay. Und direkt bin ich wieder nass, Freunde. Aber ist der schnellere Weg. Denn hier muss ich irgendeine Seite nehmen. Nick. Oh, kann ich hier hoch? Ich kann... Okay. Zumindest kann ich die Truhe von unten looten. That's at least something. Oh, hier scheint auch eine Truhe zu sein, ne? Ich hab grad schon wieder ein bisschen vibrierenden Controller gehabt. Und das wollte ich jetzt gar nicht mehr machen. Ach, da hinten. Guck. Das ist also der unterirdische Hafen. Mhm. So, da müssten wir gleich auch genug Kohle haben fürs Gehege. Ich mag es, wenn es alles sich zusammenfügt. Revelio. Wo muss ich denn jetzt hin? Oh Gott. Neuerung. Bitte verlass mich nicht. Gucke an, Freunde. Unterirdischer Hafen. Tief unter dem Viadukthof befindet sich die Anlegestelle für die Boote, die die Erstklässler über den großen See nach Hogwarts bringt. Aber nur die Erstklässler. Die anderen, die gucken doof in der Röhre. Und müssen mit Testrala rüber kutschiert werden. It happens. So, jetzt muss ich... Bibliothek. Habe ich denn nicht auch einen Schnellreisepunkt? Bestimmt, Freunde. Oder? War doch hier irgendwo.
Bei mir gibt es, glaube ich, auch noch Seiten, die ich mir snacken kann. I think. Right. So, und Momento. Ach, stopp, das macht. So viele Stunden schon im Spiel, ne? Und trotzdem verkacke ich teilweise. Revelio. Wobei. Hier doch schon. Da oben muss ich hin. Habe ich hier doch schon ein bisschen was gelootet? Sind hier keine fliegenden Seiten mehr? Ich war scheinbar doch ein bisschen fleißiger als ihr dacht, Freunde. Was gibt's denn hier noch Schönes? Ah, okay. Das mache ich natürlich auch mal ganz fix. Ganz fix. Dieses Buch, um das mich Professor Weasley bat, sollte hier irgendwo sein. Yeah. Hello there. Excuse me? Professor Weasley hat mich um etwas aus diesem Buch gebeten. Darf ich es haben? Ist das so? Ich gebe dir das Buch, wenn du so nett bist und ein paar meiner Quizfragen beantwortest. Quiz? Manche Leute nennen Wissenshappen Trivialitäten. Ich finde, kein Wissen ist trivial. Deshalb habe ich ein kleines Quiz erstellt. Nur zum Spaß. Es geht hauptsächlich um Überlieferungen der Zaubererwelt. Niemand sonst will es versuchen, egal wie oft ich frage. Alle sagen, sie haben mit den Schulaufgaben genug zu tun. Ich habe gerade was getrunken. Sie legen nicht so viel Wert auf Wissen wie ich. Du bist doch sicher interessiert. Ich fange auch mit ein paar meiner einfachsten Fragen an. Wenn es sein muss. Wenn ich nur so das Buch von dir bekomme, dann bringen wir es eben hinter uns. Großartig. Nur noch ein paar Fragen und dann gebe ich dir das Buch. Fangen wir an. Welches magische Wesen wurde vor der Erfindung des goldenen Schnatzes beim Quidditch verwendet? Der goldene Schnatzer. Deswegen auch die Namensgleichheit. Der goldene Schnatzer. Richtig. Alles gut. Der Schnatzer wurde erstmals 1269 von einem Zauberer namens Barbarus Bragg im Quidditch eingeführt. Leider gelten sie als ausgestorben. Nächste Frage. Okay. Welcher Trank wird häufig als flüssiges Glück bezeichnet? Felix Felicis. Was haben wir sonst noch? Der Alihotzi-Trank, der Aufpeppel-Trank. Was passiert eigentlich, wenn ich hier schnappmäßig was Falsches antworte? Würde wahrscheinlich sagen, hey Mensch, du bist doof. Wir machen es, glaube ich, richtig, oder? Wir machen es richtig. Felix Felicis. Gut gemacht. Da er dem Trinkenden vorübergehend Glück bringt, ist Felix Felicis bei allen organisierten Wettbewerben verboten. Um welche magischen Artefakte geht es im Märchen von den drei Brüdern? Die Heiligtümer des Todes! Jetzt wisst ihr, warum ich Single bin, Freunde. Ich bin einfach zu nerdig unterwegs. Heiligtümer des Todes. Richtig. Laut Beedle dem Barden bestehen die Heiligtümer des Todes aus dem Elderstab, dem Stein der Auferstehung und dem Tarnumhang. Welcher Ball im Quidditch ist der größte? Quaffel. Weil ich muss dazu sagen, das hatten wir ja schon mal als Quiz. Aber auch da habe ich alles richtig beantwortet. Nur so nebenbei. Nur so nebenbei. Der Quaffel. Das stimmt. Wenn ein Jäger den Quaffel in einem Quidditch-Spiel durch einen der drei Reifen wirft, bekommt seine Mannschaft 10 Punkte. Wahr oder falsch? Der Vielsafttrank erlaubt es, die Spezies zu wechseln. Falsch. Korrekt. Der Vielsafttrank kann zwar Dinge wie Alter oder Aussehen verändern, allerdings nicht die Spezies. So, ich denke, das reicht langsam. Ich lege das Buch jetzt wieder auf sein Podest. Wenn du dein Wissen noch einmal testen möchtest, kann ich dir noch viele weitere Fragen stellen. Nein, und nö. Ich werde dir auch keine leichten Fragen mehr geben. Die nächsten werden schwieriger. Alles gut. Ich kann sie nur noch verkacken. Ich kann sie jetzt nur noch verkacken, Ich habe gerade keine Freunde. Zeit für ein Quiz. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ja, ja, ja. So, gib mir das Buch. Ich habe das Buch zurück auf das Podest gelegt. Sehr gut. Revelio sollte das schnell gehen. Oh ja. Buch über Verwandlung, die Zwischenstufen. Dieses Buch soll Schülern helfen, die sich mit komplizierten Arten der Verwandlung beschäftigen möchten. Professor Weasley empfiehlt es oft ihren fortgeschrittenen Schülern als leichte Lektüre. Professor Weasleys Aufgaben sind erledigt. Ich sollte zum Verwandlungsunterricht. Alright! Warte mal, schon bei uns noch eine Kiste, ne? Ist da eine Kiste? Wow. Also wichtig ist die Kiste jetzt auch nicht, Freunde. Wir gehen zum Verwandlungsunterricht. Wo ist denn die Jute? Die Jute Stute. Ich glaube, wir hier irgendwo, ne? Hey, hey! Was hier? Verwandlungshof? Und den Künstler? Verwandlung. There you go. Ja, wenn man mal über alles so gut Bescheid wüsste, wie über das Harry Potter Universum, ne?
Hallo. Hör auf zu nerven. Okay, nochmal. Alles gut. Ich habe gehört, Professor Weasley hat das Buch mit den Prüfungsantworten in eine Eule verwandelt, damit bloß niemand schummelt. Ruhe bitte! Ruhe bitte! Verwandlung? Ruhe, bitte. Das können Sie sicher nicht mehr hören. Ist eine Wissenschaft, die ewiges Üben erfordert. Aber seien Sie unbesorgt. Es kann fast alles verwandelt werden, wenn man nur das Potenzial darin erkennt. Wie das immense Potenzial, das ich in Ihnen allen sehe, wie Sie hier vor mir stehen. Vielleicht sehe ich auch nur schlecht. Das wird sein. Nun, Sie wissen, was zu tun ist. Ach, guck mal, da hinten sitzt Sebastian. Ah, Sebastian kennt sich nur mit dunklen Flüchen aus, ja. Mit so Verwandlungssachen, da ist er richtig schlecht dran. Das ist auch wieder so ein leichter Zauber eigentlich, ne? Einfach so ein Wusch. Dann ist durch. Wusch. Naja, mit Wutscheln und Wedeln. Hat mich schon immer gut mit ausgekannt. Und jetzt, ne? Jetzt haben wir keine Murmel mehr. Transformation! Krieg ich jetzt auch XP dafür? Kann ich jetzt irgendeiner meiner Mitschüler verwandeln? Vielleicht nicht. Sie auch nicht. Ey, du! Ey, das ist Harry Potter für Arme. Ey, bleib stehen! Bleib bitte reden! Ey, ey, ey! Du kommst hier nicht raus. Du kommst hier nicht raus. Hey, Harry. Hey, Harry. Der mich einfach zwischen die Tür. In die Tür. Tja, für dich gibt's Nachsitzen, mein Freund. Oh Gott. Hey, du kommst hier nicht raus. Du kommst hier nicht raus. Tja, und jetzt? Jetzt guckst du doof aus der Wäsche, wa? Was für ein Heini, ey. Was für ein Heini. Grüß mal an hier. Okay, komm. Geh halt. Dann geh halt. Gibt's hier noch was? Hä? Ich muss noch irgendwas machen, ne? Muss ich noch mit dir reden? Ich glaube, ich muss noch mit dir reden, ne? Muss ich noch mit dir reden? Hallo? Sie wollten meinen bisherigen Fortschritt besprechen, Professor? Oh. Ja, Sie scheinen sich ohne Schwierigkeiten eingearbeitet zu haben. Und Sie haben in diesem Jahr hervorragende Leistungen gezeigt. Ach, wobei, das hört sich gut an. Die Aufgaben haben mir geholfen, obwohl ich so viel Zeit mit den Aufgaben verbringe. Okay, ich will es schließen, eine Lehrerin, ja? Vielen Dank, Professor. Die Zusatzaufgaben waren sehr hilfreich. Wie ich es vermutet habe, wie es scheint, haben Sie die Möglichkeiten, die Ihnen Ihr Handbuch bietet, gut genutzt. Natürlich ist das Handbuch nicht der einzige Maßstab. Ich hörte, dass Sie eine Venimosa Tentacula züchten konnten. Die Zucht einer solchen magischen Pflanze ist eine Leistung, auf die Sie stolz sein können. Ich hab das sogar gedüngt. Vielen Dank, Professor. Ich muss sagen, dass ich besonders beeindruckt bin von dem, was Sie erreicht haben, angesichts der Gerüchte über Ihre außerschulischen Aktivitäten. Hatte Ihr Besuch in den Küchen und auf dem Hogsmeade-Friedhof mit Nick, um einen Geist wegen Informationen zu bestechen, irgendwie mit Professor Fig zu tun? Ach, die meint nur das. Ich habe schon gedacht, die meint den Puff, den ich in Hogsmeade hochgezogen habe. ja. Professor Fig hat mich ermutigt, Erkundungen anzustellen, wenn ich kann, um mein Handbuch zu vervollständigen. Verstehe. Ich bewundere Ihre Lernbegeisterung, aber denken Sie bitte daran, dass Ihre Klassenarbeit und Ihr Handbuch Sie umfassend unterrichten sollen. Okay. Das Jahr ist bald zu Ende und Sie wollen sich sicher gut auf Ihre ZAGs vorbereiten. Zuvor stelle ich aber mit einer Abschlussbeurteilung sicher, dass Sie bereit sind. Bis dahin, gut gemacht. Dankeschön. Sie können gehen. Dankeschön. Und er so richtig desinteressiert? Yes. Yes. Story of my life. Hey, warum ist hier noch so ein Zeichen? Ist jetzt weg? Warum ist hier noch so... Ist mir etwas über das Triptychon klar geworden. Treffen wir uns am Aussichtspunkt nördlich des verbotenen Waldes und ich erkläre es dir. Und muss ich? Ich muss kurz gucken, Freunde. Was muss ich als nächstes machen? Muss ich jetzt wieder? Oh, das muss ich sogar machen.
Aber irgendwas ist noch dazwischen, ne? Irgendwas ist noch dazwischen. Vor allem, kann ich das nicht kombinieren? Triff Sebastian am Aussichtspunkt und triff Sebastian, also sprich mit Sebastian. Kann ich doch bestimmt kombinieren, oder nicht? Ist doch Win-Win. Auf geht's. Auf geht's! Hä? Warum ist das überhaupt richtig? Warte, nee, Eingangsaussichtspunkt. Naja, ich bin gespannt. Was gibt's hier? Lila Kröten, hm. Wobei... Moment, Freund, ich muss zuerst Richtung Hogsmeade. Es nützt nichts. Wir müssen jetzt mal kurz das Bumsgehege kaufen. Da müssen wir kurz ein Bumsgehege aufstellen. Weil das dauert ja auch noch ein bisschen. It happens. Ja. Das Bümseln geht schnell. Ja, 2 Minuten ist die Sache durch. Aber es muss ja noch ausgetragen werden. Ne, die Nachkommen. That's it. Auf geht's nach Hogsmeade. Ja, Angelo, du kommst genau richtig zurück. Ja, geht gleich los mit dem Züchten. Machst du befreit. Ich hoffe, ich habe jetzt echt genug. Wäre jetzt ein bisschen peinlich, wenn es jetzt nicht genug wäre. Ich glaube, es kostet gar nicht so viel, oder? Aber was ist schon dabei? Ein kleines Gehege? Ich fragte mich schon, wann wir uns wiedersehen. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Wo ist es denn? Ach, da. Ich verkaufe jetzt aber irgendwas. Fuck it. Das ist eh schlechter. Sehr schön. Weg damit. Das hier. Es wäre sogar besser. Hä? Was habe ich denn angelegt? Das ist... Achso, das habe ich ja so zusätzlich noch verkauft gehabt. Ne? Ich habe mein Level abgehabt zwischenzeitlich. I see what you did there. Okay, das war für 24. Das war sogar für 25. Okay, dann... Okay, passt wunderbar, Freunde. Jetzt habe ich alles berechnet. Lassen Sie mich alles wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Nun kann ich im Raum ein Zuchtgehege beschwören. Jetzt aber mit den Testralen zurück zu Deke. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Ja, ja, bitte beruhigen Sie sich. So, kurz wieder zurück in den Raum der Wünsche. Und dann können wir uns mit Sebastian treffen, ja? Zur Freude der Mädels hier. In Geheimkreisen, beziehungsweise unter vorgehaltener Hand würde auch gerne Sebastian genannt. Hello there! Muss ich da mal aufstellen. Wobei, warte mal, so. Hallo, meine Tierchen. Hallo. So, hier haben wir das Zuchtjäger. Haben wir Gott sei Dank genug für. Jetzt stehen die wahrscheinlich alle im Weg, ne? Da war es doch gerade Platz. Komm schon. Ey, yo. Oh no. Stehen hier alle im Weg. Oh, da hinten ist Platz. Let's go. Sehr schön. Weg. So, ein bisschen Testrale. Let's do it. Na, ich sag ja, das mit der Empfängnis geht schnell. Das Austragen dauert ein bisschen mal länger. Ah, und Nina auch, die einen wunderschönen. Guten Tag, mir geht's gut, ich hoffe dir auch. So, wie lange dauert es jetzt eigentlich? Musst du weiter Zuckerjäger beschwören oder warten? Okay, kann man also nicht abbrechen. Okay, es dauert 30 Minuten. Ja, dann war es ja ganz gut. Dass wir jetzt kurz einmal vorweg gemacht haben. Jetzt geht's Richtung Sebastian. So, der war hier oben irgendwo. Naja, there you go. Upper Hawksfield. Danke, auch freut mich. Das freut mich auch, dass es dir gut geht. Wieder mal auf Abenteuer. Aber bei meinem Glück kann man es wahrscheinlich nicht kombinieren. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Wo ist denn das jetzt? War doch irgendwo Richtung... Die Richtung war das, oder? Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Ja. Jetzt übertreibt man nicht. Okay, scheint glaube ich wirklich jetzt zu sein. Hallo? Wo ist er denn? Oh, wow. Warum muss ich den eigentlich immer auf irgendwelchen Friedhöfen treffen? Warten. Wahrscheinlich nachts. Wer hätte das gedacht? Ich wusste doch, meine Eule weckt dein Interesse. Ja, durchaus. Ich weiß jetzt, was mir an diesem Triptychon aufgefallen ist. Das hier ist die Aussicht auf der Leinwand des Triptychons. Unglaublich. Du kennst dich hier gut aus. Als ich auf dich gewartet habe, sah ich mich etwas um und entdeckte eine verlassene Mine in der Nähe, umringt von Ranrocks Anhängern. Glaubst du, es gibt eine Verbindung zum Triptychon? Keine Ahnung. Aber vielleicht untersuchen sie es. So wie auch Schloss Rookwood und Isidoras Anwesen.
Wie wollen wir vorgehen? Vor allem, als er auf mich gewartet hat. Der Fatsch. Vielleicht können wir unentdeckt bleiben. Wir müssen herausfinden, was sie vorhaben. Aber lass uns unauffällig bleiben. Also gut. Und ich habe immer noch das Runensymbol von dem Triptychon. Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt nochmal. Maybe. Nach dir. Maybe. Still wie ein Grab. Moment. Die Teile brauche ich. Wobei, jetzt könnte ich ja nochmal die eine Aufgabe machen, ne? Warte mal, Depulso brauche ich dafür. Depulso und Levioso. Aber erst mache ich 99% von den Gegnern weg und dann den letzten. Falls der das letzte Prozent darstellen sollte, dann mache ich das mit dem. Da vorne sind sie. Geh du voran. Ja. Ladies first oder so, ne? I see. Da sind schon ein paar mehr drin, ja? Muss ich aufpassen. Diese Mine. Wer es versucht, muss sterben. Beruhigen Sie sich. Renrocks Anhänger. Hä? Was war das? Moment, ich habe das doch geskillt gehabt, oder nicht? Moment, ich muss das. Ich habe das nicht geskillt gehabt. Hab ich das nicht letztes Mal geskillt? Ich habe mich gerade gewundert. Normalerweise müssten die eigentlich beide umfallen, gleichzeitig. Oh, jetzt vielleicht. Allein. Ui, das wäre fast ein bisschen doof gekommen, ne? Holy shit. Tschüss. Das war nichts, das war. So, haben wir jetzt hier noch was? Da sind noch zwei, ne? Mach ich kurz mal den hier noch platt und dann können wir. Wie ein Grabhorn. Okay. Hey du! Und tschüss! Was? Wirf einen. Ach, einen verwandelten Gegner muss ich. Mit Depulso. Warte mal, dann machen wir das bitte mal so. Ach, einen verwandelten Gegner. Ah, Sefliegen! Renrocks Anhänger verdienen alle dasselbe Schicksal. Gut gemacht. Dankeschön. Rebellion. Ich wollte gerade sagen, geht nicht alles nur um dich, Sebastian. Das haben wir gut gemacht. Das war nämlich eine Aufgabe für irgendwas. Irgendwo muss ich die Aufgabe machen. Somewhere. Ich muss ja erstmal wieder alles looten, Freunde, falls hier noch irgendwas ist. Nee, ist ja nicht viel. Wobei, hier müsste doch. Ah, hier ist doch was. Sehr gut. Let's take it. Zerstörung 3. Ich weiß noch nicht, was es macht, aber es hört sich gut an. Er hört sich gut an. Sehr gut sogar. Und Nico und Fenix, auch euch einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr auch da seid. So, wir gehen mal weiter, Freunde. Jetzt haben wir die Aufgabe schon mal durch. Warte mal, welche Aufgabe war das jetzt überhaupt? Let me take a quick look here. Nee. Was? Was? Nachverfolgung nicht möglich. Was? Ah, ich muss mit Ahmed sprechen. Okay. Warum wird mir das denn jetzt angezeigt, was ich jetzt hier machen muss? What the fuck? Ach, hier war das. Für Descendo. I see what you did there. Sprich mit Poppy. Alter, Poppy, ne? Also, wenn die nichts von mir will, dann weiß ich es auch nicht. Dann weiß ich es auch nicht, Freunde. So, erreiche. Also, erstmal weiter zu Minum. Let's go. Revelio. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alles gelootet habe, aber. Sagen wir mal ja. Das läuft aber gut. Let's say yes. Wir sind ein gutes Team. Prima. Ja, in der Tat. Wer will denn nichts von dir? Normalerweise eigentlich nur Schuldeneintreiber. Der Rest will nicht wir zu mir. Wir könnten uns wie so oft durchkämpfen oder heimlich kleiner vorgehen. Spaß. Du weißt ja, was ich tun würde. Du solltest es mittlerweile besser wissen. Wir alle haben es dir gesagt. Das passiert, wenn du nicht zuhörst. Sind wir also clever angehen, Freunde. Das zu dem Thema. Okay, ich bin mal kurz weg. Stopp! Stopp! Ich muss kurz weg. Das war Sebastian, das war nicht ich. Wieder in den Schatten verschwinden. Und Tanja auch dir einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe auch, du hast bisher einen schönen Morgen. So, ich glaube, sie haben uns wieder verloren. Na, guck mal, da ist Sebastian. Ich hab dich genau gesehen. Ja? Ich hab Ohren. Wie ein Adler, ich hab dich genau gesehen. So, kurz mal den platt machen. Bringen wir es hinter uns. Excuse me! Alter, fuck off. What? What the fuck, ich hab dich noch gerade platt gemacht. So, sind jetzt die anderen hoffentlich mal wieder so ein bisschen Silenzi unterwegs. Das war zu unvorsichtig? Möglich, möglich. Ich wollte, glaube ich, da einfach zu viel.
Ich wollte einfach zu viel. Ich war zu gierig, Freunde. Revelio. Zu gierig. Ich glaube, wir sollten vielleicht von einer Seite anfangen. Ein Dutzend Menschen zum Kämpfen. Die erledige ich alle. Die Menschen laufen immer weg, wenn sie mich sehen. Mal, jetzt können wir den vielleicht mal ausschalten. Das Thema ist... Oh. Revelio Totalus. Live. Ja, das war schon mal gut. Jetzt müssen wir kurz mal das Freitag runtergehen lassen. Sehr schön. Oh Gott, da kommt ein Zweiter. Zurück, Sebastian. Okay. Man läuft schneller. Okay, das sind jetzt... Oh, das ist... Wie machen wir es jetzt am cleversten, Freunde? Wir warten kurz mal. Okay, der dreht sich wieder um. Nehmen wir ihn. Nee, wir nehmen nicht ihn. Wobei ich kann. Du hattest noch nie einen Pilzeintopf wie den, den meine Mutter gekocht hat. Pilze, so groß wie Salatköpfe. Petriticus Totalus. Sehr gut, das war super. Putz, Jung! Oh. No, die haben mich gesehen, glaube ich, oder? Hab ich gesehen? Okay, ich hab mich gesehen. Levioso. Kann ich hier irgendwie was werfen? Ist hier noch was zum Werfen? Das tut gar nicht weh. Was genau soll das Ganze? Protego! Runterlassen! Siehst du nochmal? Achso, der schwebt die ganze Zeit. Na gut. Das ist zu late. Spaß. Spaß ist ziemlich relativ. Wie war? Das war relativ spaßig. Wow. Spaß ist ziemlich relativ. Aber so richtig. Da unten ist so eine Plattform, da muss ich vielleicht auch nochmal ganz kurz fixieren. Wobei, ich kann wahrscheinlich jetzt gerade nicht fliegen, oder? Ich kann doch bestimmt jetzt gerade nicht fliegen. 100 pro nicht. Naja. Aber hey, dafür, dass es schwer ist, benutzt man gar nicht mal so viele Mega-Power-Tränke, ne? Ich kann nicht fliegen, das war so klar. Wenn ich jetzt da runter mache, bin ich wahrscheinlich nicht mehr im Gebiet drin, ne? Dann ist Kacke. Okay, ich bleib hier oben. Hab mich überredet, Freunde. Ich sollte wohl erwähnen, dass diese Mine angeblich wegen einer Spinnenplage vor langem geschlossen wurde. Wie schön. Wie schön, ja, genau. What the fuck? What the fuck? Ich ja schon gewöhnt. Let's go. Ja, recht so. Recht so. Eine Mine. Hier sind schon mal keine Gegner mehr, das ist schon mal gut. Oder oben haben wir noch was. Wait! Ich muss kurz gucken gehen, Freunde, ich bin schon wieder notorisch pleite. Charmanter Hausmantel. Cool, warte mal, ich schau mal ganz, ganz fix. Irgendwo was Neues, was ich anziehen kann. Der wäre sogar definitiv besser. Sieht aber... Wobei, geht sogar tatsächlich, ne? Hat sogar ein bisschen was Feminines. Ich glaube, den lassen wir mal kurz mal an. Den lassen wir kurz einfach mal an, Freunde. Okay, das bringt uns nichts. Die sind alle schlechter. Okay. Überredet. Aber ich ziehe ihn trotzdem wieder aus, oder? Wobei rein theoretisch würde jetzt ein Schal zur Jahreszeit passen. Ist ja gerade da so ein bisschen am Schneien. Egal. Wir sind hart im Nehmen, Freunde. Wir brauchen keinen Schal. Einfach warme Gedanken. Ja, dann passt das schon. Dann passt das schon. Oh. Let's go in. Suche nach dem Runensymbol. Wo ist Sebastian? Sebastian! Ach, da bist du. Wow. Wart's jetzt nach einem. Was war das denn jetzt? Sah gerade irgendwie cool aus, jetzt aber auch gleichzeitig. Sind wir wohl oder übel drin. Ja. That's what he said. Petrificus Totalus. Petrificus Totalus. Diese Rollos Weckus. Einer Gruft. Sie wurde nach Unfallberichten geschlossen. Jetzt verstehe ich warum. Okay. Mal kann ich da rüber. Sieht gut aus, oder? Woo! Sehr gut. Sehr gut. Muss nachher wieder dringend verkaufen gehen, Freunde. Ja. Also bitte erinnert mich dran. Kugelt das hier noch ein bisschen?
Ich glaube, meine Feuerzauber sind stärker, als ich dachte. Moment. Chichi. Jo. Hä? Wollte ich hier mal so eintreffen? Moment. Kurz. Alter. No! Das zum Thema Fallschaden hiermit nicht. Ja gut. Das war jetzt nicht hundertprozentig so geplant, wie das jetzt so rüberkam. Ich mach's mal kurz. So. Jetzt, okay. Ja, so wollte ich es eigentlich machen. Mit weniger Lag, aber trotzdem funktioniert. Sweet. Okay. Ja, hat sich gelohnt, würde ich sagen. Hat sich gelohnt, ja. War gut, dass ich es gemacht habe. Oh no. Ja, Freunde. Dann will ich euch sagen, wer es nicht im Kopf hat, muss es in den Beinen haben. Macht mir halt Angst, ja, ist kein Thema. Also einmal runterfallen ist schon, ja, strunzend doof genug, ja. Aber ein zweites Mal, das wäre schon... Ja gut. Dann wäre schon nicht ganz so geil. Da sind unsichtbar. Keine Kobolde in den Netzen. Die sind sogar für Spinnen zu ekelhaft. Revelio. My friend. Selbst für Spinnen zu... Oh. Oh. Immer wenn ich so Spinnenkrabbelfiech... Oh. Verschämt. Ja, ist okay. Ich werde nicht groß. Vor allem, welche fucking Level haben die denn? Übertreibt halt mal. Putz, Junge. Ja, bisschen Party. Party hot, Party hot. Mocht ihr eine Schnitte? Oh Gott. Ja, hier. Was beschreibt mein Freund? Wie viele von Renrocks Anhängern sind hier? That's a very good question. Hier muss es etwas geben, das sie unbedingt haben wollen. Oh, das hier. Akio. Okay. So, machen wir runter. Ja, voll. Was will ich euch erzählen? Oh Gott, da oben geht's. Oh, shit, fuck. Kurz mal, erstmal alles looten. Alles looten. Und Mega-Power-Tränke sind wir immer noch voll, wie gesagt. Aber das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Das heißt, wir haben 25 von 25. Ja, und derzeit wenig auszugeben. Okay. Fingerlose Jägerhandschuhe. Die wollte ich schon immer mal haben. Hab mir nur keiner zu Weihnachten geschenkt. Ja, wisst ihr Bescheid, Freunde. War jetzt ein subtiler Hinweis. Für nächstes Weihnachten. So, warte mal. Wenn ich jetzt hier lang gehe, wo geht's denn dann da hinten lang? Ich glaube, hier muss ich sogar... Okay, geht erst da lang, Freunde. Ja, first things first. Nehmen wir hier noch ein bisschen Malvenkraut mit. Ja, für zwischendurch als Snack. Sollte passen. Zehn. Oh. Ui, da. So, was haben wir hier Schönes? Sitzer-Sofa, irgendwie so. Ja, Mensch. Auch das, ziemlich cool. So, komm, Sebastian, geht weiter. Ja, nicht trödeln. Wo ist er denn? Wow. So ein Trödler. Kein Wunder, dass Leute sich vor Spinnen gruseln. Vielleicht sind es die haarigen Beine, die seelenlosen Augen, die Fingerhänge. Alles ganz reizende Eigenschaften. Irgendwie ist er 10 Kilometer weit weg und denkt, dass wir es hören, ja? 10 Kilometer weit weg. Mal gut, dass wir davon schon TikTok gemacht haben. Oh boy. Revelio. Okay, jetzt wieder runterrutschen. Aha. Umwerfend. Wow. Hätte eine Treppe beschwören sollen. Revelio. Umwerfend. Diese Wortwitze, ne? Es ist einfach legendär, Freunde. It's fucking legendary. Brauchen wir kurz was zum Reparieren. Ach, nee, Freunde. Sieht nicht immer schön aus. Ja, ein Zauberstab im Haus erspart. Na gut, nicht nur ein Zimmermann, eigentlich alles. Das ist aber muss ich hier? Hallo? Dankeschön. Was dir mit hier denn Schönes? Gib mir the loot, por favor. So, sehr schön.
Wir mussten jetzt, ich glaube, wir mussten erst da hoch, ne? Und dann da wahrscheinlich rüber. Kriegen wir hin, Freunde. Kriegen wir hin. Au. Confringo. Confringo. Evelio. Evelio. Wer hat denn das jetzt kaputt gemacht? Das war ich nicht. Kennt ihr eigentlich das Gefühl, wenn ihr irgendwie über Läuse oder irgendwas, keine Ahnung, Spinnen redet oder generell übers Jucken, dass ihr dann automatisch euch kratzen müsst, weil es euch dann auch juckt? Wenn ich Spinnen im Spiel sehe, dann schüttelt es mich auch mal so ein bisschen. Ganz bisschen. Vor allem, wenn die so nah an mir vorbei krabbeln. Was jetzt? Du hast mich nicht gesehen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Still, still, still. Weil Spinnlein schlafen will. Na gut, so muss das laufen. Und ich werde ruhiger schlafen. Ja. Revelio. Wieder. Das war jetzt verhältnismäßig leicht. Das wäre ein bisschen schwieriger, aber hey. Everything is. Oh, haben wir da schon wieder was vergessen? Unten ist noch was. Ich muss, Freunde, es nützt nichts. Hallo! Aha! Ich bin wieder sichtbar. Ich fühle mich schon wieder so angreifbar. Warum haben wir eigentlich ständig hier überall so Fische? Sind Fische wirklich so dumm, dass die einfach irgendwo... Okay, wahrscheinlich ja. Ich habe noch keinen Fisch in der Universität gesehen. Wobei Universität oder Hochschule ist jetzt nicht unbedingt ein Indiz dafür, dass jemand clever ist, oder? Bei so einer juckt es mich auch. Durchaus nachvollziehbar. Wenn es sie allerdings zwischen die Beine juckt, dann ist geil. Oh boy. Revelio. Oh boy. Okay, den kann ich nicht mitnehmen. Ja gut, gehen wir mal weiter. Wir werden schnell mit Ihnen fertig. Professor Hackett wäre stolz. In der Tat. Renrocks Anhänger haben praktisch den Krieg erklärt. Ja, Nesselsucht ist Kacka. Das ist definitiv Kacka. So, wo muss ich jetzt? Ich muss da lang. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Oh Gott. Ja. Also, dass ich eine Brille trage, ist definitiv gerechtfertigt. Ja, einfach mal hier die Hinter-Action übersehen. Aber hey, passiert. Was haben wir hier? Kleine Tiergehegen-Dekoration. Aber Gott sei Dank nur eine kleine, Freunde. Für mehr ist kein Platz. Aha. Confringo! Lumos! Warte mal, jetzt muss ich kurz gucken, dass ich auch genug Platz habe, Freunde. Hier ist nämlich wieder was Legendäres drin. As always. Und ich habe noch zwei Plätze frei. Sehr gut. Sehr gut. Warum gucke ich da vorher nach bei den großen Kisten? Weil es manchmal rumbackt. Wenn du nämlich voll bist, dann wird dann angezeigt, du bist voll, du kannst nicht mehr tragen. Aber die Kiste ist trotzdem offen. Dementsprechend, wenn du nochmal wiederkommst, kannst du nicht sagen, so, hey Mensch, ich loote jetzt nochmal. Oder falls du danach irgendwas kaputt machst, um es dann zu looten, geht nicht mehr. Das Teil da drin ist dann weg. Backt ein bisschen rum. So, look. Well. Lumos. Auch. Die sind mir einfach mal alle nachmachen, ne? Weil ich mach mal Lumos wieder aus. Rebellion. Moment, wie geht's denn hier lang? Gibt's ja auch noch ein bisschen Hinter-Action? Nö. Aber gemusterter Umhang in Himmelblau. Das ist doch mal was. Wir machen es wieder unsichtbar. Alles cool? Yes. Revelio. Yo! Der! Was passiert da unten? Ich kann doch nicht sehen, was passiert da unten. Wir gucken. Das ist doch bestimmt gleich wieder eine heftig große Spinne, oder? Und ich mache hier die Kleinen schon mit alter Magie platt. Denk mir nachher so, ah shit, hättest du mal gespart. It happens, guys, it happens. Trinken! Yes! Wir haben noch nicht eine Rune gesehen. Ich glaube, die Runen sind im Moment unser geringstes Problem. Was für eine unliebsame Ablenkung. Ja, Freunde, was für eine unliebsame Ablenkung. Man kennt's. Ja, Ablenkung ist gut, Ablecken ist besser. Was?
Bitte beruhigen Sie sich. Ist nice bei dir, das freut mich, Herr Luli. Und auch dir einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du da bist. So. Revelio. Okay. Sieht gut aus, so far. Der nächste Kampf steht uns bevor. Ja, definitiv. Und vor allem rutsche ich jetzt gleich runter. Yo, warum mache ich mich denn direkt sichtbar? Okay, nevermind, die haben es nicht mitbekommen. Alles cool. Alles cool. Cool. Wie mache ich das am cleversten? Wahrscheinlich wieder von einer Seite zur anderen. Oder oben haben wir auch noch einen. Oh boy. Mal, sieht ihr mich, wenn ich jetzt hier unten arbeite? Ich könnte wahrscheinlich, wenn ich den hier nehme, könnte ich mehrere aufschalten. Bitches! Oh, what? Das lief doch supi, würde ich sagen, oder? Weil man hat schon wieder eine Spinne. Warum haben wir da eine Spinne? Das ist nur so kleiner. Ja, come on, take it. Geht's dir gut? Yes! Ich hoffe dir auch. Putz, Jungs. Edels, hinter mir! Konfringo! Oh Gott! Das war die falsche! Es war die falsche. Autsch. Kein. Ayo! Sag mal, könnte man auf den gehen? Alter, könnte man auf den gehen? Das wäre echt mal geil. Wie die hier auch rumpiepen, ne? Ich bin schon fast ein bisschen Mitleid. Oh Moment, ich hab doch meinen Kohl. Hier, Kohl. Ja, immer schön Gemüse, Freunde. Immer schön Gemüse. Ja, cool. Na, ist zwar nicht der Helmut, aber hilft trotzdem ganz gut. Autsch. Ah, klappt super, oder? Die haben wir definitiv aufgeräumt. Guten Durst, danke schön. Ich sag ja, war, glaube ich, echt keine schlechte Sache. Also für so manche Situationen ist so ein bisschen cool. Echt geil. Was mache ich jetzt hier? Was machen wir jetzt hier? Erstmal nochmal da ein bisschen. Dann hier nochmal so ein bisschen. Vielleicht mal ein bisschen treffen. Dann klappt es noch besser. Jetzt können wir uns endlich in Ruhe umsehen. Alter, warum ist der so aus der Puste? Fuck. Warum ist der so aus der Puste? Akir. Wingardium Leviosa. Alright. So, wo muss ich mir jetzt... Ich glaube, hä? Hier wäre ich doch so hochgekommen, oder nicht? Konfringo. Okay. Konfringo, guys. Konfringo. So, da haben wir eins. Symbol. Über der Höhlentür. Renrocks Anhänger haben es nicht erkannt. Ach, da oben. Das war gar nicht mal... Na, wow. Moment. So, eins, zwei, drei. Das war unerwartet. Revelio. Wow, als ob. Warte, da oben ist noch ein Säckchen. Let's get the Säckchen. Cool, hast doch auch da... Yes, Kohl ist immer gut. Kohl ist immer gut, Freunde. Für die Venemosa Tentacula war es dann doch ein bisschen wenig Gegner. Ja, machen wir nur für die Großen, oder? Wobei, wir können immer wieder nachproduzieren, das ist halt auch geil. Aber du kannst halt nicht während der Mission mal kurz eben zurück. Aha. Aha. What do we have here? Wie von einem regnerischen Schleier befreit, kehrte die Welt zu mir zurück. Wie lange war ich bewusstlos gewesen? Ich kann mich nur an seine Augen erinnern. Leer. Ja, leer vor Trauer, aber auch... Ich entsinne mich, dass ich eine gewisse Euphorie verspürte, als der Schmerz verging. Aber dann begann alles, sich zu drehen. Ich muss mir den Kopf verletzt haben, als ich fiel. Ich kann weder eine Wunde ertasten, noch eine sehen, aber der Schmerz ist beispiellos. Ich kann nur hoffen, dass es nicht der schwarze Tod ist. Wenigstens hat er keine Schmerzen mehr. Revelio. Dad.
Ein Tagebucheintrag von Isadora. Sebastian, ich habe was gefunden. Ein Stück Leinwand. Das hat gefunden. Unsere Mühen waren nicht vergeblich. Mal kannst du mal herkommen, wenn du mit mir redest. Irgendwas an diesem Ort ist komisch. Irgendwas an diesem Ort ist komisch. Also ich würde sagen, du an diesem Ort bist komisch. Wenn uns das Tryptychon zu dieser Leinwand geführt hat, können wir wohl annehmen, dass Isadora Morgannock hier war. Sie scheint überall gewesen zu sein. Aber wenn sie die Krypta und den Keller unter dem Anwesen in Feldcroft genutzt hat, wieso sollte sie dann diesen Ort erschaffen? Und warum alles hinter kryptischen Runen verstecken? Und hinter alter Magie, die niemand außer dir sieht? Isadora und Percival Rackham, ein weiterer Hüter, konnten ebenfalls Spuren alter Magie sehen. Rackham? Der Name sagt mir nichts. Ich sah ein paar seiner Erinnerungen. Ich glaube nicht, dass er und Isadora sich über die Nutzung dieser Magie einig waren. Alles ganz schön verwirrend. Bringen wir die Leinwand zurück zum Triptychon. Vielleicht finden wir dort Antworten. Ja, let's fetz. Dieser Ort ist wirklich seltsam, aber auch überaus faszinierend. Ja, faszinierend. Gut. Und jetzt raus hier und zurück nach Hogwarts. Es sei denn, wir finden einen anderen Weg zur Krypta. Yeah! Sehen wir uns doch mal um.